Ja, hallo zusammen, ich bin Fluxkommentator 70, ich bin am weiteren Gastreplay und nach längerer Zeit habe wieder ein Replay hier von Kerl mit Bart und zwar mit dem 6er Light der russischen Fraktion. Das ist auch ein Premium-Panzer und zwar ist das der T-50-2 auf der Map Paris. Im Osten gestartet, reine 6er Gefecht, wir haben eine Heavy, 4 mittlere Panzer, 4 TDs, 3 Lights und 3 Maliati. So, düst ihr erstmal hier in die Mitte rein. Klärt schon mal den Skoda T25 auf. Munitionsverteilung 41 mal AP dabei mit 85 Damage, 118 Durchschlag. 35 mal Premium Munition APCR dabei mit 165 Durchschlag. Erster Schuss auf den Type 64 der Gegenseite. Und dritter Schuss nimmt ihn sogar raus. Erster Kill. So, da haben wir den Skoda T25. Oh, schöner Treffer. Ja, T78 trifft ihn schwer und nimmt den Richtschütz raus. Trotzdem versucht er weiter, den Skoda T25 zu treffen. Bei einer Reloadzeit von 2,31, Einzielzeit von 1,7 Sekunden. Ah, den lässt er dann nicht mehr weg, den Skoda T25. Und zack, da eine Art, die hat den rausgenommen. Wir schauen mal, wer. Hier, die M44 hier hat den Skoda T25 rausgenommen. Jawohl. 676 Damage, 406 Durchschlag. HE. Granaten hat er gar nicht dabei, aber eine Gunmark sehen wir. Ein Sternchen. Und dann haben wir ein kleines Medkit, was schon ziehen musste hier für den Rechtsschützen. Nicht Rechtsschützen, Richtschützen. Ach du meine Güte. Und dann haben wir ein kleines Red Kit und verbesserte Ration für die russische Crew. Oh, schöner Arti-Treffer auf den Type 64. Beziehungsweise der zweite Type 64. Den nimmt er auch jetzt raus. Zweiter Kill. Und der zweite Type 64 auf seiner Rechnung. Oh, was kommt denn da? Cromwell. Nehmen wir auch gerne. Jetzt wird hier im Kreis gefahren. Cromwell gegen T-50-2. Ah, Cromwell trifft die Kette. Oh, schön runtergearbeitet den Cromwell. 1447 Damage, 270 geblockt, 942 Aufklärungsunterstützungsschaden. So, jetzt kauft er hier noch ein bisschen in der Mitte rum. 6-2 steht es bereits. Was haben wir da? Tiger 131 und der Hellcat. Und die Silvester-Raketen fliegen schon wieder. Ah, nicht getroffen. Aber jetzt. Und zack, raus. Dritter Kill. Die Hackett erstmal rausgenommen. So, Tiger 131. T-78. Er kann einen Schuss setzen. Und dann wurde rausgenommen. Der Tiger 181. Der 31, da kriegt er 15 Aufklärungsunterstützungsschaden. So, gegnerische T-50-2 bleibt einfach stehen. Und da geht er auch raus. Dadurch konnte er schön Damage machen. 9-6. Das ist der T-78. Oh, schöner Treffer beim Zurückfahren. Zweiter Treffer. Und noch ein rein. Und. Ah, ein HP. Und nochmal ein nachgesetzt. Ja, wunderbar. Vierter Kill. T-78 ausgeschaltet. 2216 Damage, 1296 Aufklärungs- und Unterstützungsschaden. Ui, da kam eine Silvester-Rakete. Das sieht schon geil aus, ne? Und das Pfeifen. Hammer. Oh, ja. Das Pfeifen ist ja Hammer. Das, ja, ist ja neu. Update 1.3, ne? Und ich habe bis jetzt noch gar nicht gespielt. Aber das Pfeifen ist. Also, das ist wirklich Hammer, das Pfeifen. Ja, 12-7. So. Ja, die Arti, keine Chance. Was haben wir hier noch? IKV. Während der Fahrt wird er auch runtergearbeitet. Ach, 3000 Damage. Und. Jawohl. Und da kommt die Arte nochmal.
Oh, da war der Ton ein bisschen gestört. Gerade 5. Kill übrigens. Und das Match ist schon zu Ende und wir sehen uns in den Stats. Ja, das ging ja fix. So, dann kommen wir auch zu diesen Stats. Ja, Überschrift T-50-2 with Mega Armor. Jawohl. Und dann haben wir hier das Panzerarsenal, Speer, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer, 53.228 Credits, XP kommen wir später, Unterstützermedaille und Großkaliber. Teamscore, 3.287 Damage, 5 Kills, 1.865 Basis XP. Und dann gehen wir in den Report rein, 52 mal geschossen, 42 mal getroffen, 42 mal durchschlagen, 849 Damage, über 300 Meter, 270 geblockt und 1.629 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Mitspieler macht einen kombinierten Schaden von 4.916. Wir fahren 2,6 Kilometer und dafür gab es 35.485 Credits abzüglich Repair, Munition, Ration und Kit. Ja, dann bleibt ein Minus von 10.837 Credits über das Ganze in 5 Minuten 6 Sekunden. Das war das Ding durch. Ja, war das Ding durch. Wahnsinn. Ja, und dann haben wir hier die Base-XP von 1865 und plus Bonus für Premium-Fahrzeug 839 macht 3637 XP und 140 freie Erfahrung. Ja, Missionen waren nicht ausgewählt. Ja, schöne kleine Runde mit dem T-50-2. Sehr schön. Schöne Artischüsse dabei gewesen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.